Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Little Nightmares. Letztes Mal haben wir die Köche ausgetrickst und sind ziemlich schnell an ihnen vorbeigekommen. Und sie leben sogar noch. Also, kein RIP, Rest in Peace oder sonst irgendwas. Stattdessen sind wir, ich habe keine Ahnung, wo wir sind, auf einem Rohr. Das ist alles, was ich weiß. Und an einer ziemlich langen Leiter. Ich würde sagen, wir klettern die mal hinauf. Mal sehen, was da oben gibt. Die sind so riesig. Das sind Ketten. Wie groß sind denn diese Ketten? Wie klein sind eigentlich wir? Im Vergleich zum Rest der Welt da draußen. Ganz weirde Sache, ganz weirde Sache. Wir sind auf dem Schiff. Muss ich ins Wasser oder muss ich nach... Ich kletter mal nach oben. Wir sind auf einem Schiff mitten im Wasser. Das Wasser hat im Übrigen eine sehr schöne Textur. Okay, und diese Menschen kommen da hinten auf dieses Schiff drauf. Oder Menschen. Vielleicht sind das ja auch solche Wesen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, dass wir noch so viele als Bosse bekommen. Aber nun gut. Es ist ja alles so immens groß. Ich frage mich, wie klein sind wir? Hey. Keine Ahnung. Aber die Folge startet mal schon mal spektakulär. Ein Schiff. Und eine Möwe. Die ungefähr so groß ist wie wir. Also wir sind schon ziemlich klein. Oh, die fliegt sogar weg. Doch, das sind wieder solche komischen Menschies mit Masken. Menschies vor allen Dingen. Hallo! Hallo, ich bin's. Guten Tag. Die scheinen nicht zu reagieren. Die hören mich wahrscheinlich. Die sind damit beschäftigt, in die Tür durchzulaufen. Oh, wir haben wieder einen Black Screen. Okay, jetzt lädt und speichert aber ziemlich viel. Ich weiß gar nicht, warum es heißt, dass der lange Ladebildschirm irgendwie... Kritikpunkt wäre. Das Game hat bei mir noch nicht bis jetzt noch nicht einmal länger als 2-3 Sekunden geladen. Stört mich gar nicht. Portal lädt 15 Minuten. Wie hätte ich das jetzt sehen sollen? Dankeschön. Ich hätte das überhaupt nicht sehen können, aber nun gut. So, ich glaube. 2. Ich überlege gerade, warum diese Menschen auf dieses Schiff gehen. Sind wir hier so eine Art Kreuzfahrtschiff? Kann das? Geht das? Will das? Nicht runter. Oh mein Gott, ist das krass. Dude, ihr seid alle weird. Die sehen alle gleich aus. Entschuldigung, aber sie sehen alle gleich aus. Da ist diese Puppe als Mensch oder die wir am Anfang gesehen haben. Leitet sie dieses ganze Döns hier etwa? Oh, ich glaube, hier ist runterfallen suboptimal. Bisschen hier Parkour. Ja, also wir sind in einem... Okay, die Köche scheinen viel zu tun zu haben unten. Also, kann ich hier durch? Ich habe eine Frage, Sir. Was machen Sie beruflich außer Essen? Okay. Ja, aber das sehe ich auch so, ja. Geh mal weiter, gell? Tschüss. Wer da tut. Liest mich nicht. Was ist denn mit ihm los? Er springt mich einfach an und will mich essen. Ey, ich finde das witziger, als ich es finden sollte. Immerhin hatten wir hier gerade den Safe Point. Okay, ich rush da jetzt einfach durch. OMG. Er krabbelt über den Boden. Halt dich fest. Six! Oh mein Gott. Wo
ich weiß, was wir machen müssen. Herber, sind die nicht sauer auf uns oder so? Ihr solltet bei weitem weniger essen. OMG, das war knapp. Der sieht uns. Er wird uns sehen. Nein? Sehen die uns alle? Ah, hier geht's durch. Okay, keiner hat uns gesehen. Yo, ich muss hier weg. Wir machen die Angst. Also nicht so Angst, sondern psychisch Angst. Darf ich hier Licht anmachen, lieber Gnom? Vielen Dank. Geht's hier für mich? Was muss ich machen? Sag nicht, ich muss zu denen da hoch. Klar muss ich zu denen da hoch. Was ist denn mit euch los? Ihr müsst weniger essen, Dudes. Sie essen einfach weiter. Nach so circa 5 Minuten bin ich tot. Nach so circa 5 Minuten fangen sie einfach an, wieder zu essen. Als wäre nichts. 5 Sekunden, Entschuldigung, nicht Minuten. Komme ich auf Minuten? Sogar extra so ein Stuhl, der für uns. Meister, wir hatten das. Ich sehe nichts. Ey, ich hasse meinen Control. Wie hat er uns bekommen? Also, wir waren ja ganz weit. Wir wurden ja sogar teleportiert. Also, ich würde mal, ich würde mal sagen, unrealistisch durchgespielt. Das war jetzt ein bisschen, also, ich will mich darüber jetzt ja nicht beschweren. Aber Game, Hitbox, weißt du, was das ist? Und wie viel von dem Zeug haben die eigentlich? Ah, aber jetzt komme ich darüber. Nun gut. Vielleicht bin ich auch einfach nur falsch gesprungen. Komm, komm. Was denkt ihr, was kommt als nächstes für so eine Gegnerart? Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Menschen die ganze Zeit... Oder es sind keine Menschen. Also beim besten Willen, wenn das Menschen sind, da bin ich... Keine Ahnung. Wie geht's hier weiter? Endlich? Nee. Nicht das. Vielleicht das auch. Dahinter geht's auch nicht weiter. Okay. Ich find's schön, dass ich mich hier so frei. Ich muss doch jetzt nicht zu denen da, oder? Dude, ich wär für eine Pause gern zu haben. Oh mein Gott, sind das viele von denen. Hä? Wie wir, also... Gut, sie sind nicht schwer, weil sie sind relativ... Sie sind wie ich. Sie fokussieren sich aufs Essen und scheinen relativ... Ich will dem das wegziehen. Kann ich nicht? Oh, schade, das fände ich jetzt witzig. Was ist mit ihm los? Er kommt hier nicht durch. Wir können jetzt so über ihn drüber. Oh, ich sehe nichts. Ey, der ist so nah. Oh mein Gott. Aber wir haben's. Bitte fragt mich nicht, wie es jetzt hier weitergeht. Ah. Der Koch. Nicht dein Ernst. Ey, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich kann mich hier siegen. Nee, kann ich nicht. Ich kann mich hier verstecken. Aber woher weiß er denn, wo ich bin? Hat er mich gesehen jetzt gerade, als ich da langgelaufen bin? Er hat die Tür zugemacht. Ja. Suboptimal. Aber er geht.
Der Spiegel. Der Spiegel hat so eine niedrige Auflösung. Was ist denn los? Diese Toilette ist offen. Warum können wir nicht einfach in diese Toilette rein? Okay, weiß nicht, wer sich dachte, yo, lasst mal drei Toiletten nebeneinander packen. Aber ich fühle die Idee. Ach, ja. Der Sprung könnte machbar sein, wenn ich genügend Anlauf hätte. Er war machbar. Warum will ich hier rein? Weil ich... Nein. Okay. Ein Wasserhahn. Okay, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Das ist immer sehr schön, wenn man das überhaupt nicht weiß. Scheint für uns oben weiter... Können wir da vielleicht dran hochklettern an diesem Ding? Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Nein. Es muss einen Grund geben, warum wir nur so da hochkommen. Ich werfe jetzt in den Spiegel was. Das wirkt am plausibelsten. Wenn der Spiegel nicht kaputt geht, dann versuchen wir es nochmal übers... Ja, genau. Also das ist ja mal mega unrealistisch. Wenn der Spiegel nicht kaputt gegangen wäre, wäre ich nochmal aufs Waschbecken hergeguckt, ob man den Wasserhahn andrehen könnte oder so. Aber nun gut, dass wir uns das sparen konnten. Aber dass man durch einen Spiegel durch kann... Bisschen zu Science-Fiction-mäßig, ich weiß ja nicht. Da ist der Mr. Meister Koch wieder. Das ist nur ein so ein Strang. Müssen wir da hinten runter? Naja, klar, wir müssen sowieso. Weil dann gehe ich hier runter. Oh, wer? Super glitchy und buggy, finde ich toll. Ja, aber damit hat er jetzt nicht gerechnet. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind und... Kann ich hier hinten hoch? Kann hier hoch. Weiß nicht, ob ich hier rüber will. Jetzt sind es Menschen mit Doppeln, also wirklich mit Masken. Was ist los mit euch? Nein, das ist überhaupt nicht weird oder cursed. Dude! Die Musik, die Musik. Ich möchte bitte eine Erklärung für das haben, was in diesem Game passiert. Ich verstehe davon nichts, aber auch rein gar nichts, was gerade passiert ist. Ich werde einfach nur von 10 Millionen Menschen verfolgt. Wir haben schon wieder Hunger. Heißt, als nächstes... Ah, da vorne liegt eine Wurst. Die ist aber ein bisschen sehr auffällig verteilt, ich weiß ja nicht. Wieso fängt das Licht an zu flackern, wenn wir Hunger haben? Oder ist das jetzt einfach nur so in unserer Vorstellung, weil wir haben so Hunger und dann sehen wir nichts? Ey, du warst gerade bei dem besten Essen der Welt und hast nichts mitgenommen. Was ist los mit dir? Okay,
Ja, ein Würstchen. Haben wir... Ist nicht passiert. Ist nicht... Wir haben gerade nicht... Ist nicht... Wir haben gerade nicht... Also, er hat uns die Wurst hingehalten und wir essen ihn. Ja, klar. Können wir nochmal zurückgehen und Six töten lassen? Was denn los? Muss ich diese Story dahinter verstehen? Ich bin so, hä? Moin, was... Geht. Ich bin des Todes verwirrt gerade. Die ganze Zeit mögen wir diese Gnome und jetzt essen wir sie. Oh, da ist wieder dieses Auge. Weiß nicht, müssen wir da runter? Weiß nicht, ob ich da runter will. Sie ist so seit Anfang an irgendwie dabei. Kann es sein, dass sie der Endboss ist oder so? Ich weiß es nicht. Ich kann mich... Mann, ich kann mich an nichts mehr davon erinnern. Ich komme mir richtig blöd gerade vor. Wer war denn der Endboss? Gab es überhaupt einen Endboss? Sag mal, bin ich zu blöd, diese Dose zu werfen? Also im Dosenwerfen bin ich ja schlecht, aber nicht im Dosenwerfen. Wer weiß, ob die da jetzt drin... Nee. Ganz seltsam. Aber, Leute, was uns da unten erwartet, das sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt das gerne mit einer positiven Wertung. Und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute, und ciao. Und bitte esst keine Gnome zum Abendessen.